Der Hobbit von John Ronald Royal Tolkien in der Übersetzung von Walter Scherf. Kapitel 3. Eine kurze Rast. Sie sangen nicht und erzählten auch keine Geschichten an diesem Tag, obgleich das Wetter sich besserte. Sie taten es auch am nächsten Tag nicht und auch nicht am Tag danach, denn sie ahnten, dass ringsum Gefahren drohten. Sie übernachteten unter den Sternen, und für ihre Pferde war der Tisch besser gedeckt als für sie selbst. Gras gab es genug, aber es gab nicht viel in ihren Vorratssäcken, selbst nicht mit dem, was sie bei den Trollen herausgeholt hatten. An einem Morgen durchquerten sie den Fluss an einer breiten, seichten Stelle, in der das Wasser zwischen den Steinen brauste und rauschte. Das andere Ufer war steil und glitschig. Sie führten ihre Ponys hinauf, und von der Uferhöhe aus sahen sie, dass das Gebirge dicht an sie herangekommen war. Fast schien es, als brächte sie eines einzigen Tages leichte Reise zum Fuß des ersten Berges. Dunkel und düster sah er aus, obgleich Sonnenstreifen auf seinen braunen Hängen lagen und hinter seinen Schultern die Spitzen der Schneehäupter glänzten. »Ist das der Berg?« fragte Bilbo mit feierlicher Stimme und betrachtete ihn mit großen, runden Augen. Nie hatte er so etwas Gewaltiges gesehen. »Keineswegs«, antwortete Balin, »dies ist nur der Anfang der Nebelberge. Und wir müssen hindurch, oder hinüber, oder drunter durch, ganz gleich wie, ehe wir das Einödland jenseits erreichen. Und es ist noch ein ganz schöner Weg auf der anderen Seite zum einsamen Berg im Osten, wo Smaug auf unserem Schatz liegt.« »Oh«, sagte Bilbo, und in diesem Augenblick fühlte er sich müder, als er jemals in seinem Leben gewesen war. Er dachte abermals an seinen bequemen Stuhl vor dem Kaminfeuer, an sein geliebtes Wohnzimmer in der Hobbithöhle und an den singenden Teekessel. Und dies nicht zum letzten Male. Nun führte Gandalf. »Wir dürfen den Pfad nicht verlieren, oder? Es ist um uns geschehen«, sagte er. »Außerdem brauchen wir Lebensmittel und Ruhe und sichere Rast. Auch müssen wir die Nebelberge auf dem richtigen Pfad überqueren. Sonst geht ihr ganz in die Irre, müsst umkehren und von vorn anfangen, wenn ihr überhaupt jemals zurückkehrt.« Sie fragten ihn, was er vorhabe, und er antwortete, »Ihr seid nun an der Grenze zur Wildnis gelangt, wo einige von euch vielleicht wissen. Irgendwo verborgen vor uns liegt das schöne Tal von Bruchtal, wo Elrond in seinem Anwesen lebt. Ich schickte Botschaft durch meine Freunde, und wir werden erwartet.« Das klang hübsch und angenehm. Aber sie waren noch nicht dort, und wie es aussah, war es gar nicht so einfach, dieses Anwesen westlich des Gebirges zu finden. Scheinbar gab es keine Bäume, keine Täler und keine Hügel, die die Landschaft vor ihnen belebten, nur einen riesig breiten, flachen Hang, der langsam vor ihnen bis zum Fuß des nächsten Berges anstieg, ein weites, heidefarbenes Land mit verwitterten Felsen, grasigen und moosgrünen Flecken und Streifen, die wahrscheinlich Wasser anzeigten. Die Nachmittagssonne stand niedrig, aber in all der großen Einsamkeit fand sich kein Zeichen, dass hier jemand hauste. Sie wurden allmählich ängstlich, denn sie erkannten, dass das Haus irgendwo zwischen ihnen und den Bergen gänzlich verborgen liegen musste. Unentwegt stießen sie auf enge Täler mit steil abfallenden Seiten, die sich plötzlich zu ihren Füßen öffneten, und sie sahen überrascht auf Bäume hinab und fließendes Wasser im Grund. Es gab Einschnitte, über die sie fast hinwegspringen konnten, aber sie waren sehr tief und unten rauschten Wasserfälle. Da gab es düstere Schluchten, die man nicht überspringen, ja, die man nicht einmal hinabklettern konnte. Da gab es Moore. Einige schauten wie freundliche Flecke mit hohen leuchtenden Blumen aus. Aber wenn ein Pony mit seiner Last hineingeraten wäre, würde es nie wieder herausgekommen sein. Der Landstrich zwischen der Furt und den Bergen war also in der Tat viel breiter, als einer vermutet hätte. Bilbo wunderte sich sehr. Der einzige Pfad war mit kleinen weißen Steinen gekennzeichnet. Einige waren sehr klein, andere halb bedeckt mit Moos oder Heidekraut. Immerhin war es sehr mühselig, der Spur zu folgen, selbst wenn Gandalf führte, der den Weg einigermaßen kannte. Sie glaubten kaum ein Stück vorangekommen zu sein, als die Dämmerung anbrach. Sie folgten dem Zauberer, dessen Haupt und Bart sich unruhig bald hier, bald dorthin drehte, denn er suchte den Pfad, Teezeit war lange vorüber und es schien, als ob auch die Abendessenszeit vorübergehen würde. Nachtfalter flatterten umher, das Licht wurde sehr schwach, denn der Mond war noch nicht aufgegangen. Bilbos Pony stolperte über Wurzeln und Steine.
Da gelangten sie so plötzlich an den Rand eines steilen Abhangs, dass Gandalfs Pferd beinahe den Hang herunterrutschte. »Hier ist es endlich«, rief er. Tief unter ihnen sahen sie ein Tal. Sie hörten das Rauschen rasch fließenden Wassers auf felsigem Grund. Sie spürten den Duft von Bäumen und von der anderen Seite blinkte ein Licht herüber. Niemals vergaß Bilbo den Weg, den sie in der Dämmerung hinabrutschten und schlitterten, den steilen Zickzackpfad in das verborgene Tal von Bruchtal. Je tiefer sie hinabkamen, desto wärmer wurde die Luft und der Duft der Kiefern machte Bilbo so schläfrig, dass er gelegentlich einnickte und beinahe vom Pony fiel oder mit der Nase plötzlich auf der Mähne lag. Ihre Lebensgeister erwachten jedoch, als sie tiefer hinabstiegen. Den Kiefern folgten Buchen und Eichen und sie fühlten sich hier schon unten im Zwielicht sicher und geborgen. Schon war das letzte Grün in den Wiesen verblasst, als sie eine offene Lichtung am Ufer des Flusses erreichten. Es riecht nach Elben«, dachte Bilbo und blickte zu den Sternen. Sie leuchteten hell und bläulich. In diesem Augenblick setzte in den Bäumen ein Singen ein, das wie ein Lachen klang. »Ich weiß ein paar Reiter, die ritten gern weiter, doch lasst heut die Fährte, beschlagt erst die Pferde. Wohin geht's, ihr Reiter? Wir sagen's nicht weiter. Ein Hobbit auf Reisen mit ein Nachtlager preisen, auf Balin folgt Walin, der Weg ist so lang hin, singt mit uns seid heiter und reitet nicht weiter. Im Haus raucht das Reisig, da backen sie fleißig durch die wehenden Bärte, kitzeln die Pferde, seid endlich gescheiter und reitet nicht weiter.« So lachten und sangen sie in den Bäumen. Es war ein ganz schöner Unsinn, das kann man wohl behaupten, nicht wahr? Aber sie würden nur noch mehr gelacht haben, wenn man es ihnen gesagt hätte. Es waren eben Elben. Bald konnte Bilbo sie auch erspähen, während die Dämmerung immer tiefer herabfiel. Er mochte Elben gut leiden, obgleich er selten welche traf. Aber er fürchtete sich auch ein bisschen vor ihnen. Zwerge dagegen verstehen sich nicht recht mit ihnen. Selbst umgängliche Zwerge wie Thorin und seine Freunde halten Elben für ein bisschen verrückt, was genau bedachtet ebenfalls ein bisschen verrückt ist. Oder sie ärgern sich sogar über sie, denn es gibt Elben genug, die sie foppen und sogar auslachen. Meistens wegen ihrer Bärte. »Prächtig«, sagte eine Stimme, »schaut nur her, Bilbo, der Hobbit auf einem Pony, das ist köstlich, höchst erstaunlich und wunderbar.« Dann begann sie mit einem neuen Lied, das genauso lächerlich war wie das erste, das ich aufgeschrieben habe. Schließlich kam ein großer, junger Bursche aus den Bäumen herab und verbeugte sich vor Gandalf und Thorin. »Willkommen in unserem Tal«, sagte er. »Schönen Dank«, antwortete Thorin ein bisschen schroff. Aber Gandalf sprang schon von seinem Pferd, stand zwischen den Elben und sprach lustig mit ihnen. »Ihr seid ein bisschen vom Weg abgekommen«, sagte der Elb. »Das heißt, wenn ihr den einzigen Pfad gehen wollt, der über den Fluss und zum Haus hinüberführt. Wir wollen euch den richtigen Weg weisen, aber am besten ihr geht zu Fuß, bis ihr über die Brücke gekommen seid. Wollt ihr nicht ein bisschen bleiben und mit uns singen, oder wollt ihr wirklich gleich weiterziehen? Drüben wird das Abendessen vorbereitet«, sagte er. »Ich kann die Holzfeuer bis hierhin riechen.« Müde wie er war, wäre Bilbo gerne eine Weile geblieben. Elbengesang, noch dazu im Juni unterm klaren Sternhimmel, sollte niemand versäumen, der Musik liebt. Auch hätte Bilbo gern ein paar Worte mit den Leuten gesprochen, die anscheinend seinen Namen und vieles von ihm wussten, obgleich er niemals zuvor jemanden von ihnen gesehen hatte. Er dachte, ihre Meinung über sein Abenteuer könnten nützlich sein. Elben wissen sehr viel und erfahren alle Neuigkeiten. Sie hören schnell, was bei den Leuten im Land vorgeht, so schnell, wie Wasser im Gebirgsfluss dahinschießt, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Aber die Zwerge hielten mehr vom Abendessen, sie wollten keineswegs bleiben, zogen also weiter und führten ihre Ponys, bis sie auf einen ordentlichen Pfad gebracht worden waren und endlich an das Ufer des Flusses gelangten. Er floss schnell und laut rauschend dahin, wie Gebirgsflüsse an einem Sommerabend, wenn die Sonne weit oben den ganzen Tag auf den Schnee geschienen hat. Es gab nur eine ganz schmale Steinbrücke ohne Geländer, so schmal, dass selbst ein Pony gerade so hier hinübertrotten konnte. Langsam und vorsichtig betraten sie den Steg einer nach dem anderen und jeder führte sein Pony am Halfter. Die Elben hatten schimmernde Laternen ans Ufer gehängt und sangen ein lustiges Lied, als die Gesellschaft hinüberzog. »Lasst euren Bart nicht ins Wasser hängen, Vater«, riefen sie Thorin zu, der fast auf allen Vieren ging. »Er ist lang genug und braucht nicht begossen zu werden.« »Passt auf, dass Bilbo nicht alle Kuchen aufisst«, riefen sie. »Er ist jetzt schon zu fett, um durch ein Schlüsselloch zu kriechen.«
Still jetzt, Freunde, und gute Nacht, sagte Gandalf, der letzter ging. Täler haben Ohren und einige von euch Elben haben eine viel zu lustige Zunge. Gute Nacht. Und so kamen sie schließlich zum Haus an der Einödgrenze und fanden seine Türen weit offen. Nun, es ist merkwürdig, aber von einem Ereignis, das gut abläuft und von Tagen, die man angenehm verbringt, ist rasch berichtet und da gibt's auch nicht viel drüber zu hören. Indessen lässt sich über unbequeme und aufregende, ja sogar schreckliche Ereignisse eine gute Geschichte erzählen. Jedenfalls ist eine Menge darüber zu sagen. Die Zwerge blieben eine lange Zeit, 14 Tage, in dem guten Haus und es fiel ihnen schwer, es zu verlassen. Bilbo wäre am liebsten für alle Zeiten hier geblieben, selbst dann, wenn ein Wunsch ihn ohne Zwischenfälle hätte unmittelbar zurück in seine Hobbithöhle bringen können. Aber es gibt doch noch etwas über den Aufenthalt zu berichten. Der Herr des Hauses war ein Elbenfreund, einer von jenen Leuten, deren Vorväter schon in den merkwürdigen Erzählungen vor dem eigentlichen Beginn der Weltgeschichte vorkamen, vor den Kriegen der Elben mit den Orks und vor den ersten Menschen im Norden. In den Tagen unserer Erzählung gab es noch immer Leute, die sowohl Elben als auch Helden aus den Ländern des Nordens als Ahnen hatten. Und Elrond, der Herr des Hauses, war ihr Oberhaupt. Er besaß ein so edles und schönes Gesicht wie ein Elbenfürst, war so stark wie ein Krieger, so weise wie ein Zauberer, so ehrwürdig wie ein Zwergenkönig und so freundlich wie der Sommer. Er kommt in vielen Geschichten vor, aber sein Anteil an der Erzählung von Bilbos großem Abenteuer ist nur gering, obgleich wichtig, wie ihr sehen werdet, wenn wir jemals bis zum Ende kommen. Sein Haus war schlechthin vollkommen, ob ihr an das Essen denkt oder an den Schlaf, an die Arbeit oder das Geschichtenerzählen, an das Singen oder auch nur an das einfache Dasitzen und Nachdenken oder ob ihr an eine angenehme Mischung von dem denkt. Unfriede kam nicht in dieses Tal. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um euch nur einige von diesen Geschichten oder das eine oder andere von den Liedern zu erzählen, die die Zwerge in diesem Hause hörten. Alle, und nicht zuletzt die Ponys, wurden in den wenigen Tagen dort wieder frisch und unternehmungslustig. Die Kleider wurden geflickt, die Verwundungen heilten, Stimmung und Hoffnung waren zuversichtlicher denn je. Die Taschen wurden mit Lebensmitteln und Vorräten gefüllt, die leicht zu tragen, aber kräftig und stärkend waren, damit die Reisenden gut die Gebirgspässe überqueren konnten. Ihre Pläne wurden aufs Beste beraten. So kam der Vorabend zur Sonnenwende heran und mit dem frühen Licht des Mittsommermorgens wollten sie weiterziehen. Elrond, der sich auf alle Arten von Runen verstand, betrachtete an diesem Tag die Schwerter, die sie aus der Trollhöhle mitgebracht hatten, und sagte: »Sie sind nicht von den Trollen gemacht. Es sind alte Elbenschwerter, die in Gondolin für die Orkkriege geschmiedet wurden. Sie müssen aus einem Drachenschatz oder aus dem Raub von Orks stammen, denn Drachen und Orks zerstörten diese schöne Stadt vor vielen, vielen Jahren. Auf diesem Thorin ist auf den Runen der Name Orkrist zu lesen, der Orkspalter, in der alten Sprache von Gondolin. Es war eine berühmte Klinge. Dies hier, Gandalf, ist Glamdring, der Feindhammer, den der König von Gondolin vor Zeiten trug. Haltet sie gut. Woher, meint ihr, haben die Trolle sie?« fragte Thorin und blickte mit neuer Anteilnahme auf sein Schwert. »Ich kann es nicht sagen«, entgegnete Elrond, »aber man könnte vermuten, dass die Trolle andere Plünderer geplündert haben oder auf die Reste alten Raubes in irgendeiner Gebirgshöhle gestoßen sind. Ich hörte, dass man seit dem Krieg der Zwerge mit den Orks noch immer vergessene Schätze in den verlassenen Gewölben der Bergwerke von Moria finden kann.« Thorin dachte über die Worte nach. »Ich will dieses Schwert in Ehren halten«, sagte er, »möge es bald aufs neue Orks zerspalten.« »Ein Wunsch, der in den Bergen leicht genug erfüllt werden kann«, erwiderte Elrond. »Aber nun zeig mir die Karte.« Er nahm sie und schaute sie lange an. Dann schüttelte er den Kopf, denn obgleich er Zwerg und ihre Liebe zum Gold nicht allzu sehr schätzte, hasste er doch die Drachen mit ihrer grausamen Verschlagenheit und es schmerzte ihn, wenn er an die Ruinen der Stadt Tal und ihre fröhlichen Glocken dachte und an den verbrannten Flusser des klaren Islands. Die Silbersichel des Mondes leuchtete hell. Er hielt die Karte hoch und das weiße Licht schien hindurch. »Was ist das?« sagte er. »Es sind Mondbuchstaben darauf, dicht neben den gewöhnlichen Runen, die da sagen. 5 Fuß hoch die Tür und 3 können nebeneinander gehen.« »Was ist das Mondbuchstaben?« fragte der Hobbit aufgeregt. Er mochte Karten gern, wie ich euch schon gesagt habe. Und er hatte auch Runen gern und Briefe und verzwickte Handschriften, obgleich er selbst ein wenig dünn und spinnenhaft schrieb.
Mondbuchstaben sind Runen, sagte Elrond, aber ihr könnt sie nicht sehen, wenn ihr einfach draufschaut. Sie können nur gelesen werden, wenn der Mond hinter ihnen steht. Bei den Verzwickten jedoch muss der Mond von der gleichen Form und es muss die gleiche Zeit sein wie an dem Tag, an dem sie geschrieben wurden. Die Zwerge erfanden die Mondbuchstaben und schrieben sie mit silbernen Federn, wie eure Freunde es euch erzählen könnten. Diese hier müssen vor langer Zeit an einem Mittsommervorabend bei zunehmendem Mond geschrieben worden sein. »Und was sagen Sie?« fragten Gandalf und Thorin zugleich, ein bisschen verärgert, weil ausgerechnet Elrond sie zuerst gefunden hatte, obgleich es in Wirklichkeit vorher gar nicht möglich war, und obgleich es, wer weiß, wann erst wieder eine neue Gelegenheit dazu geben würde. »Steht bei dem grauen Stein, wenn die Drossel schlägt«, las Elrond, »und der letzte Sonnenstrahl am Durinstag auf das Schlüsselloch fällt.« »Durin, Durin«, sagte Thorin, »er war der Vater der Väter des ältesten Zwergenstammes, der Langbärte, und mein Vorfahr. Ich bin sein Erbe.« »Aber was ist der Durinstag?« fragte Elrond. »Der erste Tag vom neuen Zwergenjahr«, erklärte Thorin, »ist, wie jedermann weiß, der erste Tag des letzten Herbstmondes am Beginn des Winters. Und immer nennen wir ihn den Durinstag, wenn der letzte Herbstvollmond und die Sonne zugleich am Himmel stehen. Aber dies wird uns nicht viel helfen, fürchte ich, denn es überschreitet heutzutage unsere Fähigkeit, herauszufinden, wann eine solche Gelegenheit wieder kommen wird.« »Das bleibt abzuwarten«, sagte Gandalf. »Steht da nicht noch mehr geschrieben?« »Nichts, was bei diesem Mond zu lesen wäre«, sagte Elrond, und er gab die Karte an Thorin zurück. Dann gingen sie zum Fluss hinunter, denn sie wollten die Elben am Mittsommervorabend tanzen und singen hören. Der nächste Morgen war ein Mittsommermorgen, so klar und frisch, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Blauer Himmel und keine einzige Wolke, und die Sonne tanzte auf dem Wasser. Unter vielen guten Wünschen und manchem Auf Wiedersehen ritten sie davon. Ihre Herzen waren bereit für neue Abenteuer, und sie kannten den Weg, dem sie über die Nebelberge in das dahinterliegende Land folgen mussten.